Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wollen wir mal schauen, wie sich die neuen iPhones... Also das iPhone 6S und das 6S Plus auf der linken Seite im Geekbench 3, im Entuto und im GFX Bench Benchmark gegen die alten iPhones. Also das iPhone 6 und das 6S Plus auf der rechten Seite schlagen. Danach messen wir dann auch noch, wie warm sie dabei werden. Das dürfte, denke ich, ganz interessant werden. Bevor es losgeht, natürlich wie immer der Hinweis, alle vier habe ich eben neu hochgefahren. Und wir haben auch bei allen keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das mal schnell. Also die Bedingungen na, sind wirklich absolut identisch. Auch noch hier beim iPhone 6 Plus. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon fast loslegen. Hier nur nochmal so als kleiner Beweis, dass das wirklich 2S-Modelle sind. Dafür klicke ich jetzt einfach mal etwas länger, beispielsweise hier auf die Instagram-App. Etwas fester. Dann seht ihr hier 3D-Touch. Und das Ganze auch hier nochmal. Also hier haben wir wirklich 2S-Modelle. Ich würde sagen, wir starten wie gesagt mit dem Geekbench 3 Benchmark. Der geht auch immer ganz schnell. Ich starte den mal hier bei allen drei Smartphones. Und auch hier. Und dann auch hier nochmal. Geekbench 3. Und dann sehen wir auch nochmal die technischen Daten. Wir haben bei allen vier Smartphones natürlich iOS 9.0.1 äh, 9 entschuldigt installiert. Äh, hier haben wir den Apple A9 Dual-Core mit 1,85 GHz je Kern. Hier das gleiche, 2 GB Arbeitsspeicher bei den S-Modellen. Hier 1 GB Arbeitsspeicher bei den normalen 6ern und hier eben den Apple A8, ein Dual-Core ebenfalls mit 1,4 GHz je Kern. Also die neuen Modelle sollten schon äh, etwas bessere Scores schaffen. Hier geht es dann darum, sowohl im Single als auch im Multicore-Score wer schafft am Ende die höheren Werte. Es ist auch ein ganz guter Weißwertvergleich. Ich habe schon auf Twitter gestern so einiges gelesen, dass manche meinten, ihr iPhone 6S oder 6S Plus hat einen leichten Gelbstich beim Display, aber wenn ihr hier jetzt mal die vier so miteinander vergleicht, dann finde ich, sieht man ganz gut, dass das 6S Plus deutlich den kältesten Displayton hat, würde ich jetzt mal sagen. Dann folgen die beiden Sechser und mein 6S hat eben das wärmste Display, liegt einfach daran, dass Apple natürlich auch unterschiedliche Zulieferer bzw. unterschiedliche Fertigungsstätten hat bei den einzelnen Zulieferern. Also da ist kein einziges Display absolut identisch, wollte ich nur mal erwähnt haben. Hier haben wir die Scores. Wir haben 2546 zu 2531 beim 6S und beim 6S Plus. 4440 zu 4416, also wirklich extrem nah alles hier beieinander. Und hier dann 1618 zu 1584 und 2906 zu 2860. Also ich glaube, man sieht ganz gut schon ziemlich deutliche Unterschiede, aber das war ja absehbar. Und als nächstes schauen wir uns, wie erwähnt, den tutu benchmark an. Gibt es ja jetzt schon seit längerer Zeit auch für Android, äh für iOS, entschuldigt. Auch wenn ich immer so das Gefühl habe, der ist... Was die Funktionalität angeht, was die Anzahl der Tests angeht, nicht gleichwertig mit der Android-Version, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja hier vier iOS-Smartphones, insofern sind die Bedingungen doch da wieder ziemlich identisch. Ein Tutu dauert immer etwas länger, auch hier geht es darum, wer am Ende den höheren Wert schafft. Ich fange deshalb einfach mal an zu erzählen, was so meine Ersteindrücke vom iPhone 6S und vom 6S Plus sind, denn die habe ich jetzt so etwa eineinhalb Tage, wenn ich das Ganze hier drehe. Ich habe es ja schon im Unboxing erwähnt, beide sind schwerer, dicker. Und ja, auch etwas höher und breiter als die Vorgänger. Das mit der Höhe und Breite, ich glaube, das sieht man ganz gut, das merkt man wirklich nicht. Die Dicke merkt man minimal, finde ich vor allem beim iPhone 6S. Da merkt man schon etwas, dass es dicker ist als das iPhone 6, was einfach daran liegt, dass das Ding schon so extrem dünn ist. Was man aber vor allem merkt, das ist der Gewichtsunterschied beim 6S zum 6er. Ja, da merkt man es. Aber wenn man mal das 6S Plus mit dem normalen 6 Plus vergleicht, dann merkt man diese 20 Gramm Gewichtsunterschied schon ziemlich deutlich. Und ich persönlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch, mir noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht recht, was ich davon halten soll. Also besser finde ich das, glaube ich, auf keinen Fall, dass das 6S Plus jetzt eben 20 Gramm schwerer ist. Man kann es natürlich eh nicht ändern, aber ja, es fällt eben auf jeden Fall auf. Was auch auffällt, Touch ID hat man ja bei der Präsentation so nebenbei mal erwähnt. Touch ID 2.0. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele gar nicht erst mitbekommen, aber das neue Touch ID ist wirklich... Besser im Sinne von schneller als hier bei den alten iPhones, sage ich jetzt einfach mal. Also man muss den Finger wirklich nur kurz draufhalten und schon wird das Ding entsperrt. Ähm, ja, merkt man einen deutlichen Unterschied. Einige beschweren sich da jetzt schon, dass man nicht einfach mal kurz draufdrücken kann, die Uhrzeit oder verpassende Benachrichtigungen nachschauen kann. Entschuldigt, da gibt es natürlich einen Trick, man kann auch einfach leicht mit dem Fingernagel draufdrücken, dann wird es nicht entsperrt oder ja, Pro-Tipp: Man nimmt eben einfach den Power-Button. Aber ja, also das neue Touch-ID gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Das zeige ich euch dann im Review noch genauer. Äh, ja, aber äh, kommt nicht ganz an das Huawei Mate S ran, würde ich mal sagen. Dazu folgt dann auch bald das Review. Äh, 3D Touch, ich habe es ja eben schon noch mal kurz gezeigt, ist meiner Meinung nach echt eine nette Spielerei. Ja, mir fehlt aber ehrlich gesagt momentan noch etwas so der Alltagsnutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel bei der Kamera finde ich es ganz geil, dass man fest drauf drückt und dann schon auswählen kann, will ich ein Video machen, will ich ein Selfie machen und so weiter, spart man sich eben einen Klick. Und ja, ich bin mir sicher, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Viele Apps müssen noch dran angepasst werden und so weiter. Aber ich bin da ehrlich gesagt noch etwas skeptisch. Auch wenn ich die Idee, die Technologie an sich echt toll finde, bin ich noch etwas skeptisch. Was mir das denn dann irgendwann mal im Alltag bringen wird. Aber wie gesagt, ich habe die Dinge erst eineinhalb Tage, also das muss ich mir noch genauer anschauen. Äh, ja, der Vibrationsmotor bzw. die Taptic Engine hier im 6S und im 6S Plus gefallen mir aber richtig, richtig gut. Da merkt man echt einen deutlichen Unterschied äh, zu denen hier bei den älteren iPhones. Äh, Fühlt sich einfach deutlich angenehmer an. Ich weiß nicht, das kann man schlecht beschreiben, das kann man auch schlecht in einem Video zeigen. Aber ja, das solltet ihr euch am besten mal anschauen. Das ist auch so einer der Punkte, die ich eben meinte, also dass die Android-Version noch nicht so wirklich auf dem gleichen, dass die iOS-Version hier vom AnTuTu Benchmark noch nicht auf dem gleichen Stand ist wie die Android-Version, wir haben hier als Auflösung immer noch 1136x640, also die Auflösung vom iPhone 5s. Aber ja, wie gesagt, da wir hier ja das gleiche Betriebssystem haben, gleiche Bedingungen, kann der Wert am Ende natürlich trotzdem benutzt werden. Kamera und Akku muss ich mir noch genauer anschauen bei beiden neuen iPhones. Die Kamera hat gestern einen ziemlich guten ersten Eindruck gemacht. Aber ja, das kann man nach einem Tag noch nicht wirklich beurteilen. Aber ja, das sind so meine Ersteindrücke. Und jetzt ist der Tutu Benchmark auch gleich schon durch. Die beiden neuen iPhones waren etwas schneller, aber das 6. ist hier ja direkt dem Ganzen an den Fersen. Wir schauen mal, was wir hier geschafft haben und das finde ich auch ganz gut bei meinem Tutu Benchmark, dass man gar nicht die Android Smartphones zum Vergleich nimmt, sondern eben die anderen iOS Geräte. Das zeigt ganz gut, dass die selber auch wissen, dass das nicht exakt die gleichen Tests sind, wie eben für Android. Wir haben hier 59.207 zu 59.062 und jetzt warten wir mal auf die beiden alten. Hier haben wir 45.421 beim iPhone 6 und beim 6 Plus 46 also, auch hier schon wieder ein ziemlich deutlicher Unterschied, würde ich mal sagen, für die neuen iPhones. Aber wie gesagt, auch das war absehbar. Jetzt schauen wir uns dann noch den GFX-Benchmark an zu guter Letzt jetzt also auch noch der GFX Benchmark, da sieht man das mit dem Weißwert auch noch mal ganz gut. Ich klicke auf alle starten wir lassen hier alles durchlaufen und jetzt werde ich auch nicht mehr besonders lange erzählen. Das Ganze dauert jetzt nämlich so bei iOS immer um die 10 Minuten. Danach werden wir die Wärmeentwicklung messen, also mit dem Infrarot Messgerät. Da das hat den ganz einfachen Grund, viele Android Smartphones mit dem Qualcomm Snapdragon 810 beispielsweise, die werden ja gern mal so um die 40 42 43 44 Grad warm. Oder eben noch wärmer mit diesem Messgerät. Das ist dann teilweise schon etwas unangenehm und ich möchte einfach mal schauen, wie das denn so bei den neuen iPhones ist. Hat auch viele von euch interessiert. Insofern werden wir das dann mal messen. Also, wir sehen uns so in etwa 10 Minuten wieder. Das wird jetzt natürlich bei euch deutlich kürzer sein, weil ich das Ganze vorspulen werde. Aber schauen wir mal, was hier dann dabei rauskommt. <laughs> Und das iPhone 6S war als erstes fertig. Bevor wir lang irgendwie über die Werte quatschen, drehen wir es um und schauen mal, wie warm es denn geworden ist. Ihr seht hier, wir haben so circa 36, eben waren es noch 37, 38 Grad. Ja, aber mehr werden es nicht. Also, das ganz gut über das komplette Gehäuse verteilt, würde ich mal sagen. Fühlt sich auch nicht heiß an. Man merkt, dass es etwas wärmer ist, aber es stört auf gar keinen Fall. Schauen wir uns jetzt noch gleich schnell das 6S Plus an, bevor die zu lang oder zu schnell auskühlen. Hier haben wir sogar nur so 34, 35 Grad, also auch nicht wirklich mehr. Wir machen weiter mit dem iPhone 6. Auch schön, dass die alle so zeitnah oder zeitgleich fertig werden. Hier sind es dann so 33 34 wobei wie gesagt die hatten ja jetzt kurz Zeit auszukühlen, also das ist jetzt bisher alles noch extrem nah zusammen nur das 6s war etwas wärmer ohne jetzt eben auch noch das 6 plus hier sind so 32 33 gerade wir schauen uns jetzt nur noch mal zur Sicherheit auch noch mal das 6s an, weil das ja etwas wärmer war. mal schauen ob es das jetzt immer noch ist. Ja, das ist tatsächlich immer noch minimal. Wärme haben wir jetzt aber auch so 34, 35 Grad. Also insgesamt alles nicht irgendwie weltbewegend. Was lässt sich jetzt also abschließend sagen? Wie zu erwarten war, schafft der Apple A9 natürlich auch in den bekanntesten Benchmarks höhere Werte als der A8 vom letzten Jahr. Ich denke, das war absehbar. Dabei wird er aber auch nicht ungewöhnlich warm, was heutzutage ja auch schon ziemlich lobenswert ist. Also, selbst beim 6S und beim 6S Plus, die Werte absolut im grünen Bereich unter 40 Grad. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier könnt ihr euch auch nochmal schnell die Ergebnisse vom GFX-Benchmark anschauen, wobei die sollte man nicht immer wirklich überbewerten. Wie gesagt, ich nehme den nur immer dazu, weil er so lange dauert und da kann man dann die Wärmeentwicklung immer ganz gut testen. Aber ja, das sind natürlich alles nur Benchmarks. Viel, viel wichtiger ist die Alltagsperformance. Und wie sich die neuen iPhones diesbezüglich schlagen, das schauen wir uns dann natürlich spätestens in den Reviews an, die auch in den nächsten Tagen irgendwann mal kommen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.